ja, ich spüre eigentlich nichts mehr. Ich habe jetzt, eben, als ich gegen Sevet reingekommen bin, habe ich mich gut gefühlt und habe den ganzen Match gegen Vaduz spielen und es ist gut gegangen. Also ich glaube, immer ein besonderes Spiel sein, aber es geht wie jedem Spiel, geht es einfach um 3 Punkte und wir gehen nach Zürich, dass wir die 3 Punkte nach Luzern holen und in der jetzigen Lage sind natürlich alle Punkte, die wir jetzt noch holen bis zur Winterpause, enorm wichtig und wir gehen ja, mit ein bisschen Selbstvertrauen, wo wir sicher in den letzten Spielen geholt haben, auch wenn wir gegen Servette sicher nicht zu 100% haben können überzeugen, aber wir haben Basel können schlagen immer nach Zürich. Ja, wir fahren sicher auf Zürich, wenn wir 3 Punkte holen. Klar, gegen Servette hat es eigentlich am Anfang gut ausgesehen. Wir haben gut angefangen, haben dann auch das Gegengoal bekommen. Und am Schluss ja, könnten wir den Match vielleicht sogar noch gewinnen. Das zeigt, dass die Moral in der Mannschaft stimmt. Und ja, wir haben jetzt das 5. Spiel gegen Vaduz haben wir auch gewonnen gehabt und darum fahren wir sicher mit einem guten Gefühl auf Zürich. Das ist richtig, ja. Das Spiel geht immer 2 Mannschaften auf den Platz und jeder wird das Spiel gewinnen. Aber wir sind parat und wir werden der FC Zürich, werden wir das Leben sicher schwer machen. Wir wissen, dass wir können und wir probieren jetzt in diesen trotzdem, dass gute Gegner sind, in diesen 4 Spielen das Punktemaximum zu holen, weil wir jetzt doch in den letzten 4 Spielen 7 Punkte geholt haben und eigentlich auch einen guten Fußball gespielt haben.